So, willkommen zurück hier bei Loom. Ich hatte ja in letzter Zeit, ich habe jetzt länger nicht mehr gespielt und hatte ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen. Und ich glaube, ich habe bei dem Wirbelsturm noch gar nicht wirklich irgendwie versucht, dem, ja, wie soll man sagen, quasi zuzuhören. Ich bin auch so sehr raus irgendwie, dass ich schon gar nicht mehr genau hundertprozentig weiß, wie das geht. Ich glaube, ich musste ihn dann einfach irgendwie hier anklicken oder so, weil er dann da erschien. Die Zeit rennt, aber naja, wir gucken mal. Blöp. Ja, so ein paar Geräusche, Sounds fehlen halt. Ich versuche die einfach mal ein bisschen nachzu imitieren. Los, komm, hier, steig auf den Ast. Plötsch. Genau, stimmt. Ganz vergessen. Ah. Okay, versuchen's. Okay, also. Ah. A. C. F. C. C. Ah, direkt I've been cuts aufschreiben. close enough. Ich glaube, das ist nahe genug. C, F, C, C. War das so, oder? C, F, C, C. Ja, komm, wir versuchen's mal. C, F. C, C. Well, that only twisted it tighter. Okay, noch fester zusammengedreht. Das heißt, ich müsste es umgekehrt spielen, um es wieder entdrehen. C, C, F, C. Boah, krass, ne? Wie sogar das Wasser. Das Schimmern am Boot direkt die Farbe ändert. Und da ist er weg. Da ist er weg. Da haben wir ihn. Ja, sauber. Genau so. Und nicht anders. Ja, dann tucker mal. Tucker rüber. Boah. Das ist cool. Das ist. Trocken gezaubert. Oh. Neue Note. G. Ich glaube, mit G konnte ich doch schon. Irgendwas wollte ich mal machen mit G, aber ich weiß es nicht mehr. Scheiße, zu lange nicht mehr gespielt. Irgendwo war was. Stimmt, bei der Flasche, die da umgekippt ist, um die wahrscheinlich wieder aufzurichten. Haha. Ein geheimnisvoller Berg. Ach, mein Gott. D, C, C, G. Halt! Who goes? Well, well, well. Looks like a scrawny runt trying to sneak into our flocks. Sneak! You call that sneaking? I heard them coming all the way in from town. Thought you were going to fleece some shepherds, did you? Maybe we ought to take the shears to you instead. Listen, I mean, I'm not looking for sheep or trouble. I'm looking for a flock of swans. Swans? Swans! Yeah. You know, birds. Oh, swans! Of course! We should have known. Everybody comes here when they want swans. Next, you'll be telling us you're some sort of wizard off to fly away with them birds. Bin ich. Right. Wizard? Wizard? You wouldn't happen to be the great wizard that Fleece was telling us about, would you know? Fleece? He is sort of dressed like a wizard. I don't know. He doesn't look very powerful to me. Me neither. I say we don't let him by until we know for sure. Come on then, wizard. Let's see some magic. Or else. Okay. Ich zeig euch Magie. Warte mal. Die haben ja jetzt gerade irgendwie sich wieder sichtbar gemacht, ne? Das heißt mit D, C, C, G, wenn ich jetzt G. It might help to point at something first.
Achso. Ja, dann machen wir die. Ich könnte die auch grün machen. Also so ist ja nicht. Oder dass die umkippen. Ach ja, hier, guck mal, GFFE. Komm, ich lass die mal umkippen. GFFE. Well, that draft didn't seem to do much good. Dann wird es doch G, C, C, D. There's nobody better at stealth than us shepherds. Aye, and you'll have to do better than that to get past us. Na gut. Okay. Was machen wir denn jetzt? Kann ich hier weggehen? So, dann gehe ich einfach. Tschüss. Seid doof. Come on, lads. He's had enough. Let him go. Some kind of wizard, eh? Don't trip on your robe, little wizard. Get on, you lazy bunch of yous. Back to work. Ihr seid doof. Dann gehen wir erstmal zurück. Weiß nicht. Was ist das? Smaragdstadt oder so? Sieht sehr smaragdig aus. Boah. Sehr geil. Boah. Ja, ist das Maria. Was passiert hier? Unterhaltung. I can barely hear what they're saying. I trust your excellency is pleased with our progress? That all depends on how far this sphere can help me see. 4 hours, most assuredly. Perhaps 6 with a bit of luck. Only 6 hours? But I expressly requested 8. Every sphere is unique, Bishop. It is impossible to accurately predict how well this sphere will perform. I need at least 8 hours. 8 hours, Master Crucible! See to it! Okay. Eine Kugel. Dann schauen wir mal weiter. Was ist da oben los? What's going on up there? Das habe ich mich auch gerade gefragt. What's going on up there? Okay, da kann ich noch nichts. Ich wüsste nicht, was ich da zaubern sollte, aber da ist eine Tür. Da versuche ich mal reinzugehen. Mein Gott, wo bin ich? Welcome to Crystal Guard, stranger. Ah, I'm Master Goodmode, 31st in the Noble Guild of Glassmakers. And who might you be? My name is Bobbin. Bobbin Threadbare of the, Noble Guild of Weavers. A weaver! Tell me, is it true that to peer beneath a weevil's hood brings instant agonizing death? Yep. I honestly don't know. Nobody's ever tried it with me. You have such a wonderful view of the sky here. Have you noticed a flock of swans flying this way? Swans? Swans. You know, birds. Yes, yes, swans! No, I haven't heard of any swan sightings. Look around to your heart's content, Weaver Threadbare. And remember, if you break it, you buy it. Ciao. What is this?
Dolle Steine hier. Dolle Steine. Ja. Tja, hier ist nicht so viel, ne? Ach, guck mal, hier komme ich wieder zum Strand. Okay. Ich keine Ahnung, soll ich einfach mal. What's going on up there? Was passiert, wenn ich die unsichtbar mache? Did it work? Only one way to find out. Es ist schwierig tatsächlich, ne? Also ich meine, das Spiel lässt einen ja viel ausprobieren und ich finde auch eigentlich, dass die Masse an, ja, an Dingen, die man ausprobieren muss oder ausprobieren kann, echt auch noch überschaubar sind, ne? Von daher alles cool. A glass bell. I wonder what will happen if. Nein, scheinbar hat's nicht funktioniert, aber sie probieren. Dizzy. Our esteemed Bishop Mandible cuts quite a figure, doesn't he? I don't doubt the Crucible's getting tired of bowing and scraping to him. Why would the clerics want a scrying sphere anyway? I thought they didn't believe in the future. Yeah, your guess is as lucid as mine, Flute. But Crucible appears to think that they're up to no good again. Then why would he do business with them at all? Let alone sell them a sphere. Well, you know Crucible. He'd sell his own mother's spectacles if he thought there was a profit in it. And the clerics are paying off in cash. Which should keep us in the clear for years to come. Still, I'm certainly pleased that Crucible's not taking any chances. This scythe might become very useful if our friend the bishop has been less than transparent with us. Ouch! Yes, very useful indeed. Tja. Ich glaube, es wird wieder ausarten in alles Mögliche, ganz wild mal rumprobieren hier. Ich habe nämlich tatsächlich noch gar keinen Schimmer, was ich hier machen soll. Ich gucke gerade schon so auf meinen schlauen Zettel und überlege, ob es irgendwie sinnvoll wäre, die Sense grün zu zaubern. Wahrscheinlich eher nicht, obwohl es gerade super zum Rest passen würde hier. Ah, warte mal, ich kann ja zuhören. That scythe is even sharper than a weaver's spindle. Sense scharf. Das ist unsichtbar und das andere war entdrehen. Keine Ahnung, irgendwie so. Tja. That scythe is even sharper than a weaver's spindle. Tja, dann würde ich sagen, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich würde mich über ein Abo freuen, wenn es gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao.